Hallihallö, Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Minecraft. Ja, letzte Folge haben wir den Reaktor gemacht. Jetzt werden wir mal gucken, wie wir den befüllen werden. Ich glaube, wir werden das einfach mal so machen. Auch wenn es jetzt vielleicht ineffizient ist, werden wir es trotzdem machen. Eine Reihe geht noch. Sag, es geht mir ja nur mal darum zu gucken, wie funktioniert da, wie läuft das Ganze. Ist ja eigentlich gleich wie der Big-Reaktor, den man so kennt. So halt, bisher. Zum Kühlen können wir verschiedene Sachen nehmen. Ich weiß gar nicht. Wir werden jetzt einfach mal Goldblöcke nehmen. Funktioniert normal auch. Hat gar nicht so eine schlechte Kühlleistung. Ist halt die Frage. Man, Gold ist der Vorteil, wir können es wieder zurückkraften, deswegen. Könnt ihr auch Diamanten nehmen, aber Diamanten haben wir zu wenig, glaube ich, dafür. Diamant sollte noch besser sein als Gold. Aber kann ich nicht wirklich sagen. Wir sehen dann eh so. Er verformt sich noch nicht, weil es fehlt ihm auf alle Fälle noch ein Controller. Braucht er mindestens. Dann verformt er sich. Ja, dann brauchen wir noch ein. Sag mal, hier hinten. Ein Dings-Outboard und zweimal Item. Für einmal Input, einmal Output. Ganz einfach. So. Gut. Das ist ja, wie gesagt, schaut gleich aus wie Big Reactor. Was war denn das jetzt? Irgendwas war gerade. Mein Headset im Ton. Also, das können wir eindeutig wieder schön zurück machen. Was dafür Gold man da braucht. Das brauche ich nicht mehr, das nicht mehr. Was wir brauchen ist Ilorium. Und was wir noch brauchen, ist dann rein theoretisch ein Energy Black oder sowas. Send Energy, genau, Energy Black heißt das dann. Wir müssen uns auch mal drum kümmern, eben um. Ja, ich habe es ja vergessen. Enderperlen. Bei Enderperlen haben wir auch nicht mehr viel, deswegen war ja auch meine Frage bezüglich den Spawner, ob das so funktionieren würde. Das fehlt jetzt in der Mitte. Lachsblock. Okay. Ach, jetzt fehlt wieder Flachs. Interessant. So, das ist jetzt für Send Energy. Send Energy, genau, den brauchen wir. Wir wollen ja das Ganze in unser Energienetz senden, deswegen. Bauer. Dann hauen wir mal hier rein. Er ist voll. Wenn wir jetzt mal starten, produzieren wir jetzt schon mal. Oh, 4.000 F. 4.600 F. Dann mal hier gucken. Eindeutig müssten ja die dann aufhören zu arbeiten, oder? Einmal ist ja nicht. Eindeutig, wenn wir die jetzt mal weg tun. Haben wir null Input, nur Output. Das ist jetzt ein Block. Ein Block ist Send Energy. Receive Empfang Energy. Ja, okay, ist klar. Passt schon. Hat sich schon erledigt. Läuft. Jetzt speisen wir zum Beispiel alles in den Reaktor hier. Wenn wir jetzt deaktivieren den Reaktor. Fährt er natürlich runter noch. Und danach müsste er hier die Energie verlieren. Normal. Ich hoffe es halt. Wenn ich es richtig gebaut habe. Ah, Servus. Machst du ja. Verschwinde. Es geht noch immer nach oben. Dann verstehe ich nicht, was bringt uns der? Der ist ja zum Senden zuständig. Transfer 1,2 K. Der sendet auch.
Oder verbrauchen wir einfach zu wenig, damit das enden würde? Jetzt nimmt er hier raus. Warum nimmt er hier raus? Ich muss das ganze Energiesystem sowieso mal umbauen. Rein theoretisch müsste ich eigentlich, wenn ich gut, zwei Energiesysteme bauen. Das eine, um in den Speicher reinzubomben sozusagen. Und das andere, um wieder rauszunehmen. Main Power Controller. Ich glaube, da brauchen wir aber zwei Controller. Da muss ich mich damit mal besser befassen. Er schießt auf mich. Ihr da, ihr traut es euch. Weg da. Ah, du auch noch. Weg da mit dir. Schwinde. Und du bist auch noch eins auf die Mütze oder was? Hier, nimm das. Los, Junge. Geh mal schlafen. Das heißt, wir können ohne Probleme diesen Reaktor bauen. Irgendwo in unserer Base dann. Vielleicht ein bisschen größer. Ich glaube, Dings haben wir genug. Ilorium haben wir 214 und Uran kann man auch verwenden, haben wir auch ein bisschen. Das könnte man rein theoretisch ja hier rein tun und Uran. Ist Uran nicht gleich Ilorium? Normal schon. Na egal. Soll es so sein. So, das. Und Uran müssen wir hier auch noch ein bisschen zusammenkriegen. Nickel Uran hier. Kriegen wir auch noch zusammen. Uran Ore Sand. Docker. Also eigentlich wäre der Reaktor ja gar nicht mal so schlecht. Wir könnten 4.11 damit produzieren. Den hier direkt anschließen dann. Nehmen wir hier raus. Wenn wir jetzt mal... Ne, das kann man nicht testen. Ich weiß, wenn wir oben rein und unten raus, würde das funktionieren. Wie nennen wir das jetzt einfach? Main Power Input. Wenn wir jetzt das mal so machen. Das Netzwerk machen wir. Ah, jetzt hat er wieder. Main Power Input. Und Create. So. Das ist jetzt nicht Main Power, das ist Main Power. Können wir das editieren? Ja, editiert. Gut. Safe. Passt. Du bist jetzt Mainboiler Output. Dann bist du da hinten. Mainboiler Input. Genau. Der kann natürlich jetzt gar nichts. Wenn wir jetzt noch so einen Block bauen, der receiven kann. Das ist natürlich eine Kunst. Weil wir da wahrscheinlich schon zu wenig Items dafür haben werden. Oder mal aggressiv. Den hier oben hin klatschen. Und sagen, du mein Freund, du bist Mainbauer Input. Dann hier rausgehen. Müssten wir sehen, genau. Kriegt Input und Output gleichzeitig. Und der verwehrt sich. Perfekt, genau so wollte ich das haben. Das heißt, alles, was inputet, geht hier rein. Das heißt, du, mein Freund, bist dann auch Input. Also das geht alles, was in Main Power reingeht, geht über den. Wird alles hier zwischengesperrt sozusagen und geht dann woanders wieder. Das ist auch Sinn und Zweck wahrscheinlich der mehreren Netzwerken, was ja nicht so verkehrt ist. Oh, sein ME wird... Achso, da. Nein, ist nicht voll. Gut. Ich dachte schon. Dachte ich schon. Scheiße. Aber anscheinend doch nicht. Das haben wir.
Was haben wir noch? Reaktorhammer. Das haben wir. Ja, rein theoretisch. Ja, F-Duels habe ich ja schon angekündigt. Könnten mal Home 2 besuchen. Blablabla. Wie gesagt, das ist ein bisschen weiter weg von vorne. Das Geile daran ist, es ist so mitten in der Schlucht, wenn ihr mal schaut. Es ist komplett mit Schlucht umgeben hier. Da geht Schlucht hin. Dorthin kommt eine Schlucht vor. Also das ist sogar eine Insel mitten in der Schlucht sozusagen. Da kommt dann noch eine Brücke hier drüber und eine Brücke darüber. Das ist unser Berg, wo ich reingebaut habe. So rein. Und da haben wir dann zwei Räume. Sieht man hier auf der Karte. Die sind identisch. Also die habe ich hier und hier identisch gemacht. Oder ich glaube halt, aber normal habe ich sie identisch gemacht. Habe ich extra abgemessen, den da. Müsste ich glaube 28 mal 28 oder 27 mal 27. Weiß es gar nicht. 27 mal 27. Das wird dann so eine Art hier oben mit so ein Geländer gebaut. Wir haben ja Schüssel und Bit drin und da werden wir mit Schüssel und Bit so ein Geländer bauen. Mal hier rumlaufen kann. Und hier unten wird hier einmal zum Beispiel in die Mitte rein, relativ zentriert dann, oben im Dunkeln, kommt einmal das Fusion Crafting von Draconic Evolution rein. Das heißt, man kann von oben dann immer so runterschauen, was da unten passiert. Und bei anderen möchte ich entweder Blood Magic hier reinpacken oder wir packen aktuelle Editions und wie heißt das andere? Botania. Bisschen rein. Wir hier Botania und das, beziehungsweise könnten hier drüben aktuelle Editions. So ein bisschen Eck, aktuelle Editions und hier. Nee. Doch, ja. Aktuelle Editions und hier Fusion Crafting. Und drüben Botania. Botania und Blood Magic wird nicht so passen. Hier, wenn man eher Botania. Bei Botania haben wir dann die verschiedenen Rituale, das Crafting, was wir brauchen, aber wenn wir relativ viel Platz brauchen. Bei hier Botania und bei anderen die Crafting-Altare. Ich kann ja hier hinten dann noch weitermachen und noch mehr Räume. Theoretisch kann ich ja noch zwei Räume da drüben hinbauen. Eventuell durch hier durch den Weg verbunden. Ja, wobei geht auch nicht mehr, weil hier draußen sind wir schon relativ an der Ecke. Da sind wir schon im Freien, wie man sieht. Und da werden wir noch weiter im Freien. Du könntest einfach die verbauen, das wäre noch was. Und da halt natürlich wieder so mit Holz ein bisschen gebaut. Hier ist so der Durchgang. Also das gefällt mir nicht, da muss ich dann gucken. Wir haben ja hier so eine Kante drin, als tiefer. Hier möchte ich nicht noch eins höher gehen, das wollte ich nicht. Hier wollte ich nicht tiefer gehen. Sonst wirkt der Raum so gedrückt. Wirkt eh schon so gedrückt. Hier so schön links, rechts. Da kommen dann alle schön Fenster rein. Panoramablick. Hier so mit einer MG oder so, dass wenn ihr kommt, kann man schießen. So. Beinhart. Bam. Gut, das habe ich dann noch so gemacht. Ich glaube, viel mehr habe ich auch nicht getan. Da machen wir wieder ein bisschen Dings, damit der wieder weitermachen kann. Hat der Mesh? Nee, hat er nicht. Das ist noch ein Mesh. Wieder viel nicht weiterarbeiten kannst. Und zwar. Da brauchen wir Eisen. Dark? Nee, Dark brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Machen wir mal ein Stäckchen, dann hier. Kann der wieder weitermachen hier draußen. Fröhlich weitermachen. Gut, wie gesagt, hier drin haben wir schon ein paar Sachen. Blazeball ist immer gut, Glowstone sowieso, Gunpowder da brauchen wir auch. Und natürlich Redstone. Wobei Redstone haben wir jetzt, glaube ich, eh schon genug. Wir brauchen wohl immer wieder Redstone, genüge. Aber wir haben 1,2K, wenn man so denkt, vor 4, 5 Folgen oder länger, weiß ich gar nicht mehr, hatten wir noch Redstone Mangel. Jetzt ist das vorbei. Hier ist es interessant. Wir haben einen größeren Output als wir Input. Das heißt, der Reaktor ist leer. Wir können den aktivieren. Dann kriegen wir hier wieder einen ordentlichen Input.
4400. Ich weiß gar nicht, hört der auf, wenn er voll ist? Glaube ich nicht, gell? Nein. Macht er nicht. Okay, wir haben 0,8. Achso. 0,9 Millibucket per Tick. Ist vielleicht nicht so gut. Aber meine Güte. Trifft ja keinen Armen. Können wir natürlich noch verbessern, indem wir da dann den Core Heat und Casing Heat ein bisschen reduzieren, indem wir bessere Kühlung verwenden und größer bauen, weil das ist halt schon so ein eher kleiner Reaktor. Gut, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, Leute.